Hallo miteinander. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ich mit Teams arbeite und so meinen Unterricht organisiere. Wie du siehst, ich habe mehrere Klassen schon seit dem Sommer eingerichtet, und zwar für die Büroassistenten, genauso wie für die Mediamatiker. Ich bin aber auch in Teams organisiert für Projekte oder für meine Fachschaft. Da auch ein Projekt, wo ich mit externen Leuten zusammen arbeite. Oder ich bin auch Mitglied von Teams von anderen Klassen, wo meine IK-Kollegen eingerichtet haben und mich einfach dazugefügt haben, dass ich noch die Informationen hätte. Ich zeige euch anhand von der Mediamatiker-Klasse, wie ich mich eingerichtet habe, und zwar ohne jetzt eine grosse Teams-Schulung zu machen. Das hat Microsoft bestens parat gemacht, zeige ich dir, wie ich da mit verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen Reitern arbeiten und welche Teile von Teams, das ich am meisten nutze. Im allgemeinen Kanal wären generelle Informationen drin, die alle würden betreffen, also unabhängig vom Fach. Ist mir jetzt leider nicht immer gelungen, dass ich daran gedacht habe, dass ich da jetzt eher über mein Fach unterrichte. Da ganz allgemein habe ich zum Beispiel gerade wie ein Klassenchat funktioniert das, mitteilt, wie ich digital unterrichte, wie wir uns treffen und so mal generell eine Info geben. In meinem Fach hat es dann so ausgesehen, da habe ich es dann am richtigen Ort platziert, habe ich Besprechungen planen, und zwar in dem, dass ich da die Kamera angeklickt habe. Das zeige ich dann gerne in einem separaten Film. Dann da wäre parat fürs Fach Englisch oder fürs Fach Französisch oder fürs Fach Gesellschaft oder für Sprache und Kommunikation. Wie man sieht, haben das meine Kollegen bis jetzt nur genutzt gehabt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ab den nächsten paar Tagen da einiges wird laufen. Was ich auch noch gemacht habe anders, ist also in Dateien schon parat, ist der Ordner, der ist so eingestellt, Kursmaterialien, man sieht es da vielleicht ganz klein, das ist ein geschützter Ordner, der hat nur Leserecht. Der Vorteil ist, alles was in dem Ordner ist, schon parat gemacht für verschiedene Fächer, können die Lernenden öffnen und abladen, aber es wird nicht verändert, also das heisst für euch als Lehrpersonen, ihr seid sicher die Dateien, die ihr zur Verfügung stellt, die werden nicht gelöscht oder verändert, die Rechte haben nur hier. Ich kann aber auch da an diesem Ort allgemein noch Sachen reintun, die wirklich für die ganze Klasse unabhängig vom Fach interessant könnte sein. Wer zum Beispiel der Klassenvertreter ist oder wie die Stundenpläne aussieht, das könnte natürlich von allen beliefert werden. Dann habe ich ein Kursnotizbuch in Teams. Und zwar, das ist ganz wichtig, machen zuerst Teams und dann gibt es drinnen ein Kursnotizbuch. Da habe ich zwei, drei Sachen schon organisiert und arbeite vor allem damit, um den Unterricht als Ganzes in seinem Ablauf festzuhalten. Es werden auch wieder vorbereitet für verschiedene Fächer. Was ich da mache, sind einerseits das Tagebuch, wo man sieht, wenn man was wir haben, Prüfungstermine sind festgelegt, Unterrichtsregeln habe ich da mal abgelegt und festgehalten, wer welche Lernpartner sind. Das ist ein Teil, wo vor allem die Lehrpersonen können pflegen. Das ist also One-Way-Direction, also die Lehrpersonen dort etwas rein, die Schüler können das nicht verändern. Der Teil von der Kooperation, von der Zusammenarbeit, da können alle mitmachen, haben alle die gleichen Schreibrechte. Da wäre zum Beispiel notiert, irgendwelche Unterrichtsunterlagen kann man da rein tun, die auch von den Lernenden zusammengestellt werden. Es geht jetzt leider gerade ein bisschen lang. Ah, voilà. Ich habe da zum Beispiel Protokoll drin, wo die Inputs, die ich gebe, werden von den Lernenden festgehalten und da platziert. Das macht immer jemand anders, zugewiesen. Oder am Schluss von einer Prüfung oder von einer bewerteten Arbeit gebe ich da ein bisschen ausführlicher ein Feedback, wie das funktioniert hat oder nicht, so, was ist der Durchschnitt von der Klasse. Und der dritte Teil, der vorbereitet ist, sind die persönlichen Ordner von den einzelnen Lernenden.
wo drinnen steht, also wo auch wieder unterteilt ist für Spicknotizen, Zusammenfassungen und wo ich dann für die Lernenden aber noch vorbereitet habe, eine Registerbewertung, wo ich ihnen die Bewertung, die ich als Datei auch parat gemacht habe, abgebe, wo sie wirklich ein persönliches Feedback haben, wenn ich zu den Noten komme, vor allem bei bewerteten Arbeiten, die nicht klassische Prüfung sind, sondern wo verschiedene Kriterien und dann entsprechend die Bewertung haben. Ich kann beim Kurs, beim Filmkursnotizbuch noch ein bisschen weiter auf das eingehen. Dann ganz wichtig für mich sind die Aufgaben. Ich mache eigentlich fast jeder Lektion oder Unterrichtseinheit pro Woche gibt es irgendwelche Aufgaben, die man lösen soll. Das kann mit Punkt oder ohne Punkt sein. Die meisten sind schon benotet. Das sind die, die noch pendent sind. Wenn ich da genau arbeite, kann ich auch in einem separaten Film zeigen. Seit neuestem gibt es aufgrund von der Aufgaben gibt's eine Zusammenstellung über die Noten. Also je nachdem, wie viele Punkte das es gegeben hat, könnte man dann eine Notentabelle erstellen. Das ist ein neues Tool, das ich so nicht benutze. Ich habe für mich selber eine Excel-Tabelle zusammengestellt. Aber so könnte ich zum Beispiel schauen, wie der eine Schüler die einzelnen Aufgaben in welcher Qualität erledigt hat. Habe ich bis jetzt noch nicht genutzt. Was ich aber gemacht habe, ist ein neues Register, EduBase. Das sind die Lehrmittel, die die Lernenden haben von dem Verlag. Und ich habe auch eingerichtet, allgemein Stream. Das ist ein Kanal, wo man Filme aufladen kann. Ich habe da selber einen Kanal gemacht und die Lernenden hatten mal den Auftrag, Excel-Tutorials selber zu machen, jeder zu einem anderen Thema, und das können wir uns hier teilen. Innerhalb von meinem Fach gibt es auch wieder sozusagen den Klassenchat, wenn man so will. Dateien, die nur zu meinem Fach gehören würden, die ich hier könnte ablegen, habe ich aber relativ zurückhaltend gemacht. Notizen, die nochmal separat OneNote-Notizen wären, die ich aber nicht nutze, weil ich das Kursnotizbuch habe, und dann nochmal separat EduBase, das Lehrmittel. Was ich viel nutze, respektive was meine Lernenden viel nutzen, ist der Chat. Das ist wirklich 1:1, wo die Lernenden direkt mit der Nachricht mir Sachen platzieren, zum Beispiel zusätzliche Informationen oder wenn etwas nicht funktioniert hat mit der Aufgabe, mit der Abgabe oder wie auch immer, dann ist das da bei mir im Chat. Wir könnten jetzt auch einen Videocall miteinander machen, also die Lerner könnten mir anrufen oder ich ihnen. Und ich könnte auch den Bildschirm teilen, also die Lernenden könnten mir genau zeigen, in ihrer Datei, wo sie neu nicht weiterkommen. Und wenn ich das nicht nur mit dem einen Lernenden machen will, dann könnte ich da noch andere Lernende hinzufügen. Bis jetzt ist es immer schriftlich gelaufen, so wie es die Lernenden auch von WhatsApp kennen. Mit Video oder auch Telefon nur, so habe ich jetzt im Teams-Chat selten gemacht. Aber mit den Schülern nicht, in der Fachschaft schon hier. Dann gibt es eine Funktion Kalender, die ich aber bis jetzt sehr selten genutzt habe. Also man sieht andere Termine, die bei mir hier eingerichtet sind. Wenn ich aber eine Videokonferenz mache und das plane, dann wird das da in dem Kalender eingerichtet. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir als Klasse, also alle Lehrer miteinander in einer Klasse arbeiten, dass wir da zum Beispiel würden Prüfungstermine rein tun und so gerade sehen, haben wir schon zwei, sogar drei Prüfungen pro Woche und da ein bisschen könnten Gegensteuer geben. Dann Anrufe wären da, das habe ich so bis jetzt noch nie genutzt gehabt. Dateien habe ich so in dem direkten Link auch nie genutzt gehabt, weil es ist für mich da relativ unstrukturiert. Dann hat es da noch weitere Apps, die ich eigentlich so auch nicht nutze. Und auch ich habe erst heute den Tipp bekommen, dass man eigentlich da noch die verschiedenen Schulungen anschauen könnte. Wie gut das die sind, weiss ich nicht. Das habe ich bis jetzt noch nie genutzt, aber würde mich freuen, wenn ich da ein Feedback bekäme. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine oder das andere hilfreich ist, was da drinnen steht.
denke, das ist ein erster Überblick zu Teams, als wo ich dir geben oder kann geben, wie ich mich organisiert habe. Ich hoffe, du hast ein paar Ideen bekommen. Ich würde mich freuen für den Austausch. Bei Fragen gerne direkt oder zu der sogenannten Sprechspurrunde, die wir jetzt machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spass und viel Freude und hoffe sehr, dass du mit Teams deinen Unterricht gut kannst organisieren.